Aufnahmestart. So, jetzt die zweite Aufnahme von Ikarus am Sonntag, den 5.12.2021. Gleich geht's weiter mit Technikus und mir. Bäschte, immer noch auf der alten Welt. Wir werden schauen, dass wir die Höhle noch mehr erkunden. Wir werden uns ein bisschen aufbauen, kurz davor. Und ich habe gestern schon einiges getestet, war sehr geil. Und das zeige ich jetzt alles Technikus und dann schauen wir mal, was er sagt hier. Sehr geil. So, ja, das musst du gescheit machen beim Elfer, Himyam. So. Echt, bei mir war direkt nach 24 Stunden, war so Player zurücksetzen immer. Okay. Leise Musik. Ich muss auch das andere Headset nehmen hier. Wurmige Sache heute, ja. Ich werde gleich den Horst spielen hier. Technikus, es muss funktionieren. I'm ready. Was war Simon? I'm ready. Sonst spielen wir direkt DayZ. Gleiches Spiel. Echt? Hast du so schlimm war das? Ja, aber die haben doch gesagt, das sind die... Bei den aktuellen Treibern passt doch alles hier. Oh, diese Uptime ist direkt im Chat drin, Alter. Krasse Scheiße. Warte. Die Uptime ist direkt im Chat drin. Das ist ja doof. Gucken wir mal. So. Die haben das doch geupdatet hier. Naja, 8 bis 10 Frames. Bei deinen 200-300 Frames mit der neuen Grafikkarte ist es doch egal. Mein Headset hat gerade mit mir gesprochen, deswegen habe ich kurz gestoppt hier. Was, Battery? Wie viel? Was? So Pairing hier. Jetzt. Moment, muss mein Headset mal reconnecten hier. Okay, ist nochmal aus. Okay. Headset nochmal an. Gibt aktuell keinen Grund für Windows 11 eigentlich. Klar, Android-Oberfläche. Your headset is connected. Dankeschön, ich habe nur zu schnell reconnected vorher. Man sieht hier, wenn einer spielt aus der Liste. Android-Oberfläche ist beste hier. Update in Warteschlangen. Hast du schon Update gemacht hier, Technikus? Vielleicht deswegen. Gab's Probleme? Natürlich online. Was soll ich denn sonst machen? Daten werden verschoben. Das hat er letztes Mal schon gemacht. Ein paar Gigabyte verschoben. Tun wir mal einfach ein bisschen verschieben hier. 26 Gigabyte. 27. Ja, kein Problem. Wie, es kommt keiner rein. Saromano, das kannst du mir nicht erzählen. Wir müssen jetzt zocken. Es hat so viel Spaß gemacht gestern. Schade. Ach so, das ist das Update. Ich habe mir nichts neu installiert. Ich mach grad nichts. Das ist einfach das Update. Also sind denn eigentlich die Server doch online, auch wenn man selbst hostet? Ich verstehe das nicht ganz. Die Welt, die man spielt, ist die online? Also kannst du Technikus auch rein und Sachen und Dinge machen, wenn ich nicht da bin? Geht das? Ist doch voll cool. Wozu braucht man da einen Host und einen... Verstehe ich gar nicht. Wenn sowieso am Live-Server ist online. Okay. Das ist ja doof.
Du hast mir ja nichts gesagt, du hast mir alles verschwiegen hier, Technikus, alles verschwiegen. Aber ich kann ja schon mal ins Ding reinkommen hier, ins Discord, dann können wir kurz quatschen, was ich gestern gemacht habe. Ich glaube nicht, dass du nachgeschaut hast. Hola, Chica. Ja, Mahlzeit. Einer muss der Horst sein, man braucht ihn nicht, aber da muss, er muss da sein, verstehe ich nicht ganz. Also, ich habe ja auch nicht gespielt, der Chef muss da sein. Das ist ja genau die richtige Einstellung. Aber es läuft nicht. Doch, hier. Sarumanus sagt, er hat das Spiel schon zweimal durchgespielt, während wir hier Hallo gesagt haben. Ja, so bin ich wieder drin, schreibt er. Ja, dann gehe ich auch rein und lade dich ein. Oder du kannst einfach joinen. Ich habe die ganze Zeit Verbindung zum Server, kann ich hergestellt werden. Im Menü schon. Ja, das ist halt dein, das ist halt Gesichtsagro, oder weißt du, hier Gesichtskontrolle. Ja. Ja, Netzsperre. So. Also, Verbunden. Ich habe gestern noch diese Messer hergestellt. Und ein Messer ist extra so ein Kirschner-Messer, ne? Extra nur dafür, um Tiere zu häuten. Und der Ertrag bei diesem Messer ist der letzte Müll. Bei dem richtigen Eisenmesser ist es viel besser. Das ist total komisch. Und ich habe auch noch diese Häutungsmaschine hergestellt. Kannst du das Tier da reinwerfen? Dann kriegst du selbst bei den kleinsten Tieren 30, 20, 20. Das heißt 30 Fell, 20 Knochen und 20... Was gibt's noch? Fell, Knochen und? Fell, Leder. Leder. 30, 20, 20 oder 30 Liter. Auf jeden Fall 30, 20, 20. Selbst bei so einem kleinen Hasen. Hört sich ja grausam an. Häutungsmaschine. Ja, du schmeißt das Ding rein, liegt es da oben auf dem Tresen, sage ich jetzt mal, auf der Schlachtbank. Und wird's gehäutet. Aber das lohnt sich kaum, denn du machst einfach unterwegs mit dem neuen Messer, was wir haben. Also das Kirschner-Messer ist komisch, da kriegst du kaum was raus, obwohl es extra da steht. Bei dem anderen Messer steht 200% Ertrag beim Kirschnern und bei dem speziellen Kirschner-Messer ist nur 100% Ertrag. Verstehe ich nicht, okay. Was das soll. Deswegen habe ich alles noch probiert hier. Kannst du gleich anschauen. So, ich muss jetzt auf Spielen gehen, glaube ich, ne? Play. Und dann hier zurück zum Schürfgebiet. Geil. Genau, ich glaube, du brauchst gar nicht einladen. Ich kann einfach gleich dazukommen. Genau, deswegen bin ich online gegangen. Möchtest du der Horst sein? Ja. Ach so, das ist am Server. Trotzdem gehen wir rein, da bist einer der Horst. Okay. Genau. Ist ja cool, dann kannst du auch immer zocken. Ich hab auch mal kurz eingeloggt, geguckt, da war ich der Horst. Schön. Ich freue mich, also es ist schon actionreich gestern noch gewesen. Mit dir. Ich wollte schon hinlaufen, anfangen so eine andere Basis aufzubauen, aber. Ja, das habe ich dann doch nicht allein gemacht hier. Wir müssen eigentlich im Endeffekt nichts mitnehmen, weil wir können da nicht schleppen. Wir fahren da alles neu vor Ort, außer ein bisschen Lederknochen, weil wir müssen ja sowieso zurück, um von da abzufliegen. Ja, irgendwie Wasserbehältnis oder so bräuchten wir, ne? Achso, ja, nee, Quatsch, wir haben den See da oben, ja. Wir haben den See, genau, wir bauen zwischen See und Höhle. Wir müssen uns nur mal recken können. Das Geile ist hier, mit diesem, ich habe gestern noch Barfutter geholt. Also Mehl kann ich leider nicht machen, ich kann kein Döner backen, also Fladenbrot geht noch nicht. Da fehlt noch diese Kenntnis zu Mehl. Denk dann, wenn der Missionteil mal abläuft, sind eure Chars tot für immer, wenn du das Shuttle startest. Das heißt, wir müssen im Shuttle sein, bevor der. Aber wir haben ja Zeit noch. Wir haben noch 6 Tage. Moin, Chaos Mause X, davor X und danach X. Doppel X. Das geht. Ja, die Wiederaufnahme, das Ding ist fehlgeschlagen. Ja, bei mir auch. Frech. Das ist dann doof. Ich habe gerade eben in den Diskussionen, jetzt ist auch wieder Verbinde mit Server. Ist weg, oder was? Vielleicht noch einen Neustart abwarten. Jo, passt soweit. Soweit, so gut. Hatte nur,
ein, zwei kleine Anfälle während des Schlafens mit dem Kopfstechen, aber es war besser, immer die ein, zwei kleine zu haben, statt die ganze Nacht über. Ja. Noch 5 Tage. Hier, vielleicht weißt du es ja, Sarumano, wenn du ein Offline-Spiel startest, ist dann die Zeit, läuft die Zeit auch weiter, wenn du ausloggst? Ja, wir werden heute schon auf den nächsten Planeten gehen, wenn es hinhaut. Ja, wir entdecken noch die Höhle da oben. Tun uns noch ein bisschen weiter wurschteln. Mal schauen. So, 5 Stunden 24 haben wir noch. Naja, das wäre ja zu fies. Das ist ja hier im Online-Ding auch so. Also im Endeffekt ist es ja hier auch fies. Ne? Wenn keiner der Host ist, sollte die Zeit stoppen. Wenn keiner da ist. Also das wäre nicht logisch, wenn keiner da ist, dann... Also gestern die Zeit ist ja wie im Flug vergangen, ne? Ich habe ja gesagt, wir haben nicht so lange gezockt, aber als ich dann in Steam gesehen habe, dass ich 8 Stunden schon gespielt habe... Bei mir sind es 11, ja. 11,4 jetzt. Heftig, gell? War aber gut. Also, zwischendurch wurde es ein bisschen zäh, aber dann wird's wieder Pock, Pock war das dann wieder zwischendurch, gell? Hast du ja Pock? Hier, hier, das war die Höhle, ne? Da. Gell? Hab ich richtig nochmal hier für uns ein bisschen Content gesucht, Kapi. Erst die Enttäuschung mit der Begrenzung des Gebietes. Ja. Das war schon Hammer. Du musst mal schauen, was ich ja. Ach, du hast es schon gesehen, oder? Was ich alles schon gemacht habe hier. Nee, ich habe nur ganz kurz geguckt. Ich muss erstmal laden. Laden, du kannst auch dann rein sogar. Oh, ist das mal am Durchlegen hier, bis hier alles lädt. Ich habe nur die Fackel angezündet und fallen lassen. Dann habe ich ausgelockt. Ja! Alter, wie das gerade leckt hier. Ich muss an. Oh! Warum sind meine Level Experience rot teilweise? Boah, Alter, was ist denn jetzt hier? Boah, was ist mit der Performance? Ich habe nichts verändert zu gestern. Also ich habe heute Morgen mit DirectX 11 gestartet. Boah. Der Host hat sich geändert. Bitte versuch das erneut. Okay, das ist aber krass mit der Performance gerade. LOL. Alter, was ist das? Das liegt aber nicht an mir, weil ich habe bei mir nichts anders. Boah. Das ist am besten hier, du hast ja recht. Wow, bin rausgeflogen. Ungültiger Horst, der versucht hat, ein Schiffgebiet zu aktualisieren. Ich spiele genau wie gestern auf 12. Ich habe nichts anders gemacht. Da steht zwar bei 12 soll es ein bisschen beeinträchtigt sein, aber wenn es gestern funktioniert hat, warum soll es heute nicht funktionieren? Wegen dem Update. Wir dürfen da glaube ich nicht gleichzeitig connecten, oder? Sonst irgendwie ist es mit dem Host. Ich war ja schon drin. Bist du noch jetzt am Reinladen? Oder wie ist das bei dir gerade? Ja. Ja. Dann warte, bis du raus bist und dann. Scheiße. Gibt es schon noch Timeout-Probleme? Dann nehmen wir mal an, du hast mit WLAN wieder ein DC und du bist der Horst, dann fliege ich auch raus, oder? Ich bin nicht der Horst. Ich bin nicht der Horst und ich habe auch gutes WLAN jetzt. Guck mal, in den Diskussions- oder in den Patch Notes stand was, dass du in Steam deine Spieldateien mal überprüfen solltest, wenn du mit einer Fehlermeldung abbrichst. Ich habe DLS komplett aus und siehst du halt nichts. Das ist total beschissen dann. Aber warum überprüfen? Schau mal auf die Patch-Hinweise von heute Mittag. Echt? Ich hab's komplett ausgemacht. Selbst wenn der Schärferegler ganz unten ist. Okay.
Also es hat gepatcht und nach einem Patch muss man Dateien neu prüfen. Nein, weil ja, Steam das irgendwie anders handelt mit den Patches. Die haben da schon ein Ticket bei denen eröffnet. Also geben Steam die Schuld. In Eigenschaften. Okay. Genau, genau. Ich hab gleich viel gehabt. Bei mir sieht es halt mit DLSS halt total beschissen aus. Das sieht halt mit DLSS ist das Gras so komisch weiß, so halb Schnee und das hast du gar keine Grafik. Ja, mit 1080 Ti habe ich sowieso keine. Aber selbst bei der 3070 hat gestern jemand gesagt, das ist genauso beschissen. Anscheinend ist das DLSS noch nicht richtig eingebunden. Es sind viele Sachen teilweise noch Beta irgendwie hier. Icon Missing, ich hab diesen Rucksack kurz weggetan in der Kiste, weil ich kann sonst nichts mehr schleppen. Ich kann sonst kein Tier mehr auf dem Nacken nehmen, weißt du? So, aber der hat mit dem Patch hat er auch ein Icon bekommen. Ja? Hab ich gesehen, und ich konnte ja das Ding nicht ablegen, aber in die Kiste rein konnte ich es tun, in die vierte Kiste. Ja, bei mir hängt es jetzt hier. Bereite Geometrie vor, bitte warten. Wahrscheinlich, weil der Horst. Gab es den Patch erst jetzt? Zufällig gerade, als wir eingeloggt sind oder heute früh schon? Heute Mittag, glaube ich, war es. Oder heute Vormittag. Okay. Und da gibt es jetzt noch Probleme? Ich habe halt ja, je nachdem zwischen 60 und 80, je nachdem wo also ich halt bin, was passiert. Drei Patches heute. Viertel nach 7, halb 1 und halb 3. Ach so, also jetzt eben erst. So, ja, wo eineinhalb Stunden. Das ist ja wild. Ich warte alle jetzt, dann machst du den Horst gleich und wenn du alle ein Spiel Dateien willst, erfolgreich überprüft, ja. Ja, alle Dateien erfolgreich überprüft, nichts verändert. Keine Dateien ersetzt oder so. Alles gut. Bei mir. Ja, dann starte nochmal, versuchen wir es nochmal. Spielst du mit 11 oder 12 Jeroka? Und es gibt immer noch nicht die Option, dass du es auf dem richtigen Bildschirm starten kannst. Bei mir startet immer auf Monitor 1, ich will Monitor 2 haben. Ich probiere mal, ja. Wäre schade, wenn es nicht gehen würde. Wir sind alle schon gehypt. Wir haben gestern halt dann aufgehört, irgendwann in der Früh. Ja, ich hatte mir schon gedacht, hätten wir besser nicht aufgehört. Nie wieder. Ja gut, bis zum ersten Patch dann. Eigentlich sollte auf DirectX 12 die Performance ja besser sein, weil es ist ja bessere Beschleunigung alles an. Normalerweise. Wird alles besser beschleunigt normalerweise hier. So, wird geladen. Schiffgebiete werden geladen. Es kann ja sein, dass die ganzen Server neu starten oder so. Okay. Ja, und das geht alles von unserer Zeit ab. Da müssen Sie jetzt die Zeit dazu buchen. Ne? Also ich habe All Inclusive. Ja. Wenn ich bei All Inclusive nichts zum Trinken kriege, dann muss ich verdurschen. Wer ist Krastolox ein, der Scheiß gestorben, weil er trunken ist oder gestickt oder sowas. Außer trinken geht ja gar nicht. Achso, wollte ich gerade fragen. Geht nicht. Wie oft haben wir des Schürfgebiets gegen Backend fehlgeschlagen? RPC-Fehler. Das müssen wir jetzt so oft probieren, wie es geht, wa? Dann ist wohl noch was nicht ganz da. Okay, kann mein Keyboard auch gleich ein bisschen laden hier. Ja, genau. Nein, ja, so ungefähr. Da mal. Ich will nur die Zeit zurückhaben, wo ich dann sowieso nach ein paar Stunden weggehe. So.
Jawohl, jetzt bin ich, jetzt möchte ich der Horst sein. Jetzt hat er mich, vorhin hat er mich nicht gefragt. Vorhin war anscheinend noch eine Sitzung offen, die ist jetzt, schätze ich mal, timeoutet. Mal gucken hier. Kriegen wir hin. Das ist wieder ein Spiel, welches wir vom Tisch aus zocken, wegen Maus und Tastatur. Das Chorus vorgestern, das haben wir im Bett ausgezockt. Hier, geht die Kamera noch? Ja, hier, einfach komplett verwirrtes Bett hier. So, ich habe aber gesehen, Icarus hat auch Controller-Support, ne? Ja? Aber wie soll ich denn mit dem Controller so geil den Hirsch in den Kopf, also, weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, nee, geht nicht. Das kannst du vergessen. Und es passt so, mal ein Spiel im Bett, ein Spiel auf dem Schreibtisch, das ist okay. Auch für den Nacken. Ist nicht immer positiv im Bett zu sein. Für die Füße ja, aber für den Nacken ist anders wild. Mal schauen, jetzt warten wir hier. Mal gucken, was passiert. Kannst du denn noch wen begeistern? Kriegen wir vielleicht noch Verstärkung? Das wäre cool, wenn du so mehrere Teams hast, ne? Zwei gehen in die Höhle. Zwei gehen jagen. Nö. Also ich habe wie denn in der Früh um 4, 5? Weißt du? Das ist die. Ist auch nicht schlecht, wenn es nicht zu viele werden. Wir werden auch sehen, was passiert vom Progress her, weißt du? Wir zocken ja gemeinsam. Dann müssen wir auch nicht mehr der Kameras und so haben. Noch ein paar, immer wieder mal wäre cool, aber halt nicht zu viele. Wie viel gehen denn? Bist du 4 oder 8 oder wie ist das? Ich glaube 8, bin mir nicht sicher. Mal gucken. Dann hätte ich mal irgendwann im Trailer aufgeschnappt. Aber wie willst du denn diese Höhle alleine schaffen mit den Würmern? Die tut dich doch total töten sofort. Tu nicht töten. Okay. Ich muss immer schauen, dass ich hier nicht rausfliege. Bist du drin? Oh. Ja, aber warte noch eine Sekunde. Dass ich nicht rausfliege. Nicht, dass du sofort joins und dann irgendwas, und dann fliege ich wieder raus. Ich setze den Timer, ne? 9 Minuten vielleicht. Boah, Frames, warte. Gab kurz ein Lag, dass ich wieder raus muss. Scheint. Okay. Ja. Probier mal zu joinen, wird schon schief gehen. Oh, jetzt gab's Lag, okay. Oh. Lenk. Gebietdaten ab. So, jetzt müssen wir schauen mit der Uptime da. Die kann mir auch ganz weglassen, oder? Erstmal. Ich weiß nicht, wo ich die hin tun soll. Oh nein, jetzt habe ich die Größe verändert, lol. Hier hin, oder? Unter der Cam ist kacke wegen dem Buffs, ja hier, da, so. Ich bekomme die Meldung, aktuell wird keine Sitzung gehostet. Möchtest du dieses Schürfgebiet hosten? Abbrechen. Echt? Ja, ich fliege wieder raus. Ungültiger Host. Ich darf das nicht hosten. Soll ich mal? Ja, kannst du machen. Probieren. Weiß ich nicht. Also das ist halt. Ich glaube nicht, dass das irgendwie bei einem von uns liegt. Das glaube ich nicht anders bei dir laufen. Das ist Serverpöke. Ja. Hab ich irgendwas geklickt hier und jetzt? Da ist in der Kamera drin. Ja, mal gucken, wird ja reichen dann so. Was passiert denn, wenn der Horst ein Sezier oder sowas hat oder rausfliegt? Kann der Horst automatisch neu vergeben werden im laufenden Spiel? Oder fliegen dann alle raus erstmal, wenn sie irgendwie in der Höhle sind oder sowas? Also ich kann es dir nicht sagen. Ich habe das, was wir gestern gezockt haben, an Erfahrung. So, Schiffgebiet hosten, okay. Was passiert? Also ich darf anscheinend nicht da rein. Ich bin nicht mehr der Owner. Ja, warst zu lang offline, ne?
Stimmt, das verstehe ich, dass man das. Man, ja. Das darf ich dann nie wieder machen. Offline-Sperre. 4 Minuten offline, schon ist vorbei. Nö, ich bin, also Performance war okay, hat dann aber wieder angefangen zu lernen, nicht mehr rausgeflogen. Ich bin ein ungültiger Horst, ich darf das nicht sein, es muss vielleicht jemand anders sein. Das ist ja speziell für Icarus gemacht, sogar die Treiber. Und, geht aber dir rein, oder was? Bin drin jetzt. So wie bei dir eben, in der Hütte. Okay, dann mal schauen. Ich warte noch, ich warte noch ein bisschen. Ich zünd mal die Fackel an. Ich hatte auch schon Sauerstoff aus dem Ding rausnehmen können hier. Aus dem... Vielleicht sind die ganzen Klienten, also vielleicht ist ja nicht alles synchronisiert, was die Spielversion angeht. Kann ja auch sein. Kann ja auch sein. Werf mal Fleisch auf den Grill. Sie haben so viel Fleisch eigentlich. Ist das jetzt alles kaputt oder was, nachdem wir jetzt wieder eingeloggt sind? Nee, manche sind kurz vorm Schlechtwerden, aber... So, naja... Also bisher sieht's gut aus bei mir hier. Wie lange sind bei mir gelaufen? In Minuten, oder? Oder so ähnlich? Ja, nicht mal, oder? Weiß nicht. Aber kein Holz 2 Minuten. Da ist noch was Holz. Rein ins Gebiet. Bei mir sagt er wieder, es ist nichts. Bist du da einfach einem anderen Spieler gegossen? Möchtest du diesen Surfgebiet? Nee. Also zu dem Idiot, also möchte ich da nicht dazukommen. Abbrechen. Weißt du? Komm mal beim Spei. Ich bin gespannt, wie die Performance ist, wenn du das hostest. Also, ob es bei mir anders ist dann. Ist dunkel. Hängt die Performance vom Host ab oder hängt oder ist. Ah, jetzt stehst du hier schon. Ich sehe dich hier schon. Hängt die Performance vom Host ab oder ist es der Server ist ja doch online auch da? Weißt du nicht genau, wer ist denn der Server? Ja, moin. Servus. Haben wir es geschafft? Noch leckt es. Boah, Alter. Ich hatte gestern nie Lags, aber jetzt geht's. Dann muss ich erstmal reinladen. Okay. Ping habe ich zu dir. 22er Ping. Ist das der Ping zu ihm oder ist das der Ping zu einem Zwischenserver? Zu mir, ne? Weil ich habe 0 und gestern war es andersrum. Gestern hat's genau, 0. Genau. Jetzt treffe ich ja gar nicht mehr so ein Ping, weißt du, ich meine. So, also, wenn du 0 hast, dann bist doch du der Server. Er lädt dann nur die Spieldateien runter, aber das machen sie es halt so, dass die Leute selber hosten. Also es läuft nicht über einen zweiten Server. Also läuft nicht über einen lokalen Server da bei denen. Wir sind selber die Server. Okay. Na gut. Ja, dann können wir ja loslegen hier. Ich muss dir mal kurz was zeigen hier. Hier drin ist ein Tierpräparationsmesser. Das ist extra nur dafür gedacht, um Tiere zu häuten, so ein Scheiß, ne? Da steht 100% Chance beim Häuten Kreaturen-Trophäen zu halten. Ich habe gehäutet, habe noch nie eine Trophäe erhalten. Vielleicht ist es nicht bei den Tieren, die wir haben, keine Ahnung. Und da gibt es ein bisschen was. Und dieses andere Messer, was ich habe, ist Eisenmesser. 200% Ertrag durch Häuten. Da kriegst du so viel.
Das habe ich in der Tasche. Kann ich dir mal hier drüber hauern? Ist das richtige Messer? Das Eisenmesser? Das Ultra. Also ist eigentlich unsere erste Aufgabe erstmal hoch zu dem See und uns da ein kleines Häuschen bauen. Genau. Aber kleines relativ. Wir brauchen einen Amboss, wir brauchen einen Steinofen und wir brauchen eine Werkbank. Und eine Textilbank, schätze ich mal auch. Ne? Oh, mein Ding hat sich gespeichert. Dass das hier so groß geworden ist, ne? Ja, und was halt doof ist, bei der nächsten Basis, beim nächsten Planeten würde ich es halt genauso machen, das verlaufe ich mich. Das weiß ich gar nicht, wo was ist. Schade, dass man nicht so einen Blueprint von dir speichern kann und dann genau das nochmal so hinbauen kann. Nur die Matzen, so wie bei Forest war das. Sehr geil. Also. Ja, das ist so gerade das Ding hier. Lord. Also sagst du, der Rucksack ist blöd oder was? Der ist nicht blöd, da gibt eine Reihe mehr, aber du kannst kein Viech mehr schleppen. Aber das ist auch nicht so schlimm, denn der Ertrag mit dem Messer ist mehr. Würde ich sagen, okay, aber das mit dem Delay merke ich. Ich drücke die Taste F. Dann dauert es ein bisschen, bis es zugeht. Okay, krass, krass. Frech. So, und was ich noch gebaut habe, ist dieses Ding hier. Das ist eine normale Kochstelle. Da braucht das Fleisch anstatt 1 Minute 46 Sekunden. Das ist halt auch Schmarrn. Und hier ist auch weniger Platz. Hast du, glaube ich, noch gesehen. Deswegen würde ich das Ding als Main-Ding hernehmen. Hier ist mehr Platz und das geht jetzt auch nicht wirklich, weißt du? Ja, sieht auch schöner aus. Genau, da hängen auch die ganzen Sachen. Ich finde das auch schöner. Hier ist ja klar, dass nicht so viel Platz ist, weil es ist ja nur so ein bisschen da unten. Das habe ich mir überlegt im Nachhinein. Und, dann kannst du noch so eine Art Buff-Food basteln. Hier kannst du Tierfett machen. Fleisch zu Tierfett. Und dann kannst du noch gewisse Sachen machen. Obstsalat, brauchst du was? Ich weiß nur nicht, weißt du das, Sarumano? Speisekürbis, muss man das extra farmen? Achso, auf anderen Planeten, oder? Mit dem Sturm ist die Hütte Kleinholz. Bis jetzt gab es ja hier nur so kleine Stürme. Tierfett, Mais. Also müsste ich, glaube ich, auch anfangen, diese Holzsachen zu lernen, oder? Schätze ich mal. Achso, apropos anbauen. Ich habe hier angebaut, aber du kriegst auch nur die Samen beim Anbau. Ich habe hier Kaffee angebaut. Und es gibt beim Anbau nur die. Jetzt ist Kakao hier auf einmal. Das war heute nur die Samen. Das Lustige war, ich habe hier die Samen rein, dann kamen oben nochmal die Samen rein. Boah, da hast du auch noch einige gebaut. Ich hatte nur ein so ein Feld gesehen. Okay, die Samen sind aber raus irgendwie. Kürbis musste man abbauen können. Wir Weizen halt auch. Genau, abbauen habe ich gemacht, aber es gibt Kürbis und es gibt, wie heißt das andere? Reinen Kürbis? Es gibt zwei. Speisekürbis, wie heißt das andere? Ja, Speisekürbis und Kürbis. Die Frage ist halt, wie komme ich zum Speisekürbis? Genau, und das Tolle ist hier, wenn du das hier anschaust hier, es geht ja alleine, es sind da zu viele Buffs. Du kannst, glaube ich, nur zwei oder drei Buffs haben. Deswegen steht auch dir, benötige einen Platz im Magen. Oder ich kann uns da jemand sagen, wie viele Buffs man haben kann. Weil hier steht, das eine ist ja ganz krass. 150, hier drei geht sowieso immer. 150 maximale Ausdauer, das ist halt krass, mit dem kannst du super farmen hier. Das andere hat 75% mehr Ausdauer und 150 Max Gesundheit. Aber da können wir noch kein Wasser hin. Wissen nicht, wie wir Wasser hinbringen. Aber so Wassermelonen und Waldbeeren geht ja schon. Das haben wir ja. Da kannst du direkt hier 75 Max, 175 Ausdauer. Und minus 10% Sauerstoff und Wasserverbrauch. Das ist perfekt für unsere Reise.
Jo, das habe ich neu gemacht und halt, ja, der Amboss hast du schon gesehen. Und hier dieses Schlachtding da. Damit du so ein Tier dahin wirst, dann kriegst du 30, 20, 20 raus. Bei jedem. 30 Leder, 20 Fell, 20 Knochen. Außer bei diesem ganz kleinen Kadaver nicht. Was ein bisschen komisch ist dabei, okay. Fleisch kriegst du aber nicht so viel. Das war, glaube ich, auch nicht dafür gedacht. Das beste Messer, wo du am meisten kriegst, ist immer noch dieses Eisenmesser, was wir da gestern haben. Apropos Ding, ich muss saufen. Geh mal kurz saufen. Oh, er hat geleckt hier. Ja, also die Performance hier, 60, 70 Frames. Und das mit einer 1080, also ich meine ohne DLSS. Also. Und das laggt auch eigentlich gar nicht, hat gestern nie wirklich geleckt. Je nachdem, ob man jetzt vielleicht Host ist oder nicht, müsste vielleicht synchronisiert werden oder so. Aber das läuft ja nicht ganz gut. Und wenn du sagst, du hast mit der... Was hast du? 2080 Super. Mit DL, nur mit DLSS hast du viel höhere Frames. Ohne ist halt so schwach. Ohne hast du gleiche wie ich. So. Jo. Also. Wie gehen wir das Ganze an? Was sollen wir von hier mitnehmen? Ich stelle gerade nochmal für jeden von uns 5 so Pasten her hier. Achso, wie ist es mit dem Lederstuff da? Also du lernst dann beim Rang 2, lernst du diese ganzen Ledersachen, oder? Schätze ich mal. Rang 2. Du lernst dann die ganze Lederkleidung, oder? Weil wir haben schon so viel Leder. Also wir können das alles schon machen, damit wir ein bisschen mehr Schutz haben im bei den. Ja, das dauert aber Jungen. Noch, ne? Das dauert ja noch, das ist ja ab Level 15. Ich bin ja Hälfte von 10, habe ich. Ach so, das ist erst 15. Ach so, okay. Ah, okay. Dann habe ich nur die Punkte, aber nicht das Ding. Also ich würde ja hier am liebsten den Flanbrot machen, aber wir kommen nicht an Mehl ran. Mehl brauchen wir erstmal Mörser. Mörser müssen wir dann erstmal... Mörser? Dafür brauchen aber Siliziumdioxiderz. Ist mit dieses Flackern bei euch auch beim Scrollen? Echt, ist es komisch, wenn du Steine abbaust. Und dann würde ich mich teilweise, weil... so Pasten gelegt. Okay. Ich weiß nicht, wo die brauch. Ich würde dann theoretisch bei Rang 1 auf Holz oder so gehen. Also das Ganze, was wir jetzt auf Stroh haben, auf Holz gehen, damit es dann nicht, wenn wir in anderen Planeten sind, kaputt geht. Gibt es eine Möglichkeit oder eine Tastenkombination hier zu scrollen ohne die Maus? So mit Pfeil oder irgendwas? Oder Bild up, down? Ich glaube, an neuen Planeten können wir dann direkt mit Holz anfangen. Oder kann ich hier bei Rang 2 gibt es was Neues? Nee, hier gibt es gar nichts. Nö. Doch hier. Holzgeländer. Holzboden für den Innenbereich. Warum ist das bei Rang 2? Holzwand? Gibt es bei Rang 1 kein Holz oder was? Was ist denn das hier sonst? Holzboden. Holzboden. Holzgeländer. Holzfalltür. Es gibt doch hier alles. Verstärkte Falltür, verstärktes Fenster, so Stein. Boah, Steinboden wird geil. Das habe ich immer so gerne gebaut bei Ark. Alles aus Stein, das sieht so schön aus. Ich würde dann. Aber weißt du, was krass ist, wir brauchen Eisennagel für Steinsachen. Warum auch immer du Eisen brauchst bei Stein. Hier, mal vielleicht zum. Die Karte sieht zusammengesetzt. Oh. Anscheinend für sie nichts mehr. Wir haben alles aufgedeckt gehabt. Jetzt ist sie da. Musst du gedrückt. Oh, jetzt kommt sie. Ja. Können wir machen mit dem Holzding und zum Testen. Deswegen würde ich es ja
Deswegen will ich es ja machen gerade hier. Aber mit Rang. Hier, also Holzbalken brauchen wir auf jeden Fall. Holzboden brauchen wir auch. Holzwand brauchen wir auch. Und das war's. Dach brauchen wir erstmal nicht. Denn wir tun ja die... Wir tun ja den Boden auch als Dach verwenden, genauso wie hier. Das reicht ja dann. Falltür ist auch wild. Ja, dann machen wir halt oben mit Holz und mit Ding, ne? Wir machen dann keinen Stroh mehr. Da brauchen wir eigentlich nur Holz und Fasern. Genau, Dach ist Luxus, aber einfach den Boden als Dach nutzen, easy. Was wir da noch brauchen, tue ich dann lernen. Okay. Ja, nice. Du hast mich schon wieder gehauen gerade, oder? Ja, damit ich merke, dass du noch lebst. Boah, aber ich habe gerade wieder Lex hier auf einmal. Ja. Wow, wow, wow. Okay, heute ist wild. Jetzt geht's wieder. Fresse, Fresse. So, wie machen wir das jetzt? Was nehmen wir denn mit hier oben? Was hast du, wo hast du die Sachen reingetan? Hab ich jetzt nur halb zugehört. Hier. Paste. Ach so. Physikalisches Trauma soll da minus 5% provides. Blutverdünnungspaste. Provides. 50% Chance von parasitären Krankheiten. Oh. Ich weiß, wie lang? Die blaue ja gegen diese blöden Würmer da. Ne, den Scheiß, den die schießen. Aber da steht gar keine Zeit. Wie die hält, wie lange die hält. Ist sie für immer? So. Was ihr mitnehmen könnt, dass wir nicht so, weil wir nicht so viele Tiere zum Beispiel da oben vielleicht haben oder so. Alles, was wir von den Tieren halt kriegen. Also Holz, Stein und alles können wir alles neu farmen. Das müssen wir ja gar nicht mitnehmen. Wir waren da auch reichlich. Okay. Oder? Als wir diese Sachen sind aber schwer, oder? Aus Holz, die Dinger. Wenn ich jetzt zum Beispiel schon ein paar Holzdinger baue, so Holzböden und Holzdächer, ist das schwer? Ich gehe mal so einen Baum hacken hier. Wow. Eigentlich brauchen wir nur Seed essen. Ja, und ganz wichtig, dass wir mit dem ganzen Buff da hingehen halt. Das geht ja schneller. Und dann laufen wir da einfach hin und hier ist nochmal trinken. Und dann renne ich schon mal vor. Jetzt geht's ja nie los. Da hätte halt gern noch eine Beere zum wegen Ausdauer, geht schneller dahin laufen. Ja, so ungefähr, nur zum Zusammenstecken, Gamma. So. Ich muss, glaube ich, die Taste H und G tauschen. Warte mal, H und G will ich tauschen. Steuerung. Ich, warte mal, ich ein bisschen mehr Food noch mitnehmen. Wir haben also noch, ne? Ne, Q und H tauschen. Was ist denn nochmal G? G ist der Rucksack. Wo du das Viech fallen lässt. Was ist H? H ist Fäuste, genau. H und Q tauschen. H ist dann wegschmeißen und Q ist dann die Fäuste. Denn bei Ark ist es auch so, dass ich Q, wenn ich nichts in der Hand haben möchte. Dann schmeiß immer weg die Sachen hier. So, ich geh mal los. Genau. Gehst du los oder was? Ich geh mal los. Ich komm, okay, ich komm auch gleich. Gegenstände ablegen. H. Jo. Hände. Q. Ablegen. H. Okay. Kann ich auf die Hände schalten. Das. Zack und Hände. Zack. Hände. Okay. So, Essen kann ich dann auch mitnehmen. Kakao, Fruit. Was mit diesen ganzen Sachen nicht angebaut habe?
testen wir das später nochmal. Das dauert aber auch lange mit dem Anbauen, ne? Wenn ich was anpflanze. Das hat ja jetzt die Nacht über nicht gedauert, ohne. Oder? Bitte? Das hat ja jetzt die Nacht über gedauert, oder? War das gestern? Nö, schon fertig? Das hat gestern eine halbe Stunde oder sowas. Das war jetzt nicht so schlimm. Na dann. Ich meine, wir haben ja noch 5 Stunden. Tage. Tage. Habe ich irgendwo Bären? Hier waren noch Bären drin, oder? Ich bin unterwegs, wird zu viele. Wilder Tee, Tierfett. Okay. Hier ist so viel, was wir haben. Ich nehme mal die Knochenpfeile auch mit, meine. Kakao. Knochen an sich. Fell. Warte mal, kann ich denn die Kiste nicht? Ah doch, hier. Passt. Lass mir das mal kurz weg. Nee, nicht auf dem Boden. Nein, nicht auf dem Boden. Lol, ich schmeiß die Fackel runter und sie fällt, brennt auf den Boden. Nein, nein, das kannst du nicht. Das kannst du nicht vor. Ja, ich hab's doch schon wieder weg, aber das ist halt, also, imagine. dass sie nur brennt, das ist, hä? Das kannst du nicht vorstellen. Das ist anders wild. Ja, in Fächer, ein bisschen Fächer gefunden hätte, auf Null wäre das alles schon abgebrannt hier. Katastrophe. So, nochmal trinken. Nochmal ein bisschen was essen. Einmal. Zweimal. Fertig. Was wir da machen müssen, ist auf jeden Fall, weil wir in der Höhle bestimmt sterben werden. Oder auch nicht, Schlafsäcke nochmal neu machen. Okay, dann habe ich alles voll soweit. Was ist das hier? Knochenmesser können wir her tun. Steinmesser, Ding brauche ich nicht, kann ich hier lassen. Ich habe sogar eine Kiste mitgenommen jetzt. Ich würde gerne eine Kiste oben haben. Hast du eine Kiste im Rucksack? Ich habe eine Kiste im Rucksack. Logisch, oder? Ja. Grotten können wir auch hier lassen. Das hier, Schwefel. Also ich glaube, das ist wie bei einem Actionfilm. Also über Logik sollten wir uns keine Gedanken machen. Nee, das sowieso nicht, also. Hefe lassen wir auch hier. Ich hab hier, lol. Hey, wir haben Siliziumerz hier. Hä? Echt? Wir haben hier, guck mal, wie krass. Was konnte ich daraus machen? Ja, ich hab doch alles mitgebracht. Ich kann ja noch backen hier Butterbrot. Ich brauchte das für so eine Paste. Warte. Den Mörser, glaube ich, war das. Mörser, hier. Mörser? Ja. Cool. Mörser, und da können wir Butterbrot machen hier. Fladenbrot. Schön für den Döner. Hier. Ich wollte sagen, jetzt erstmal mit dem Mörser auf den Hasen schießen. Mit dem Mörser. Das nehme ich auch noch mit hier, das Erz hier. Aber ich glaube, ich habe nicht genug Platz. Okay, das Leder wiegt hier nichts. Ich halt das Ding da. Du nimmst ja alles, okay, mit, das ist ja kein Survival.
bin mit dir unterwegs, das ist immer Survival. Ja. Das ist immer Survival, 24-7 hier. Komm, diesen einen Kofferbahn ist auch schon scheißegal. Drei Eisenbahnen, Kakao brauche ich auch nicht. Das ist auch schon egal, da habe ich genug hier. Zählt das vielleicht, wenn ich es hier reintue, nicht als Gewicht? Doch, zählt auch als Gewicht, okay. Okay, krass, dann brauchen wir, wenn wir ankommen. Machen wir erstmal so einen komischen Ofen hier. Und wir bauen das alles neu, oder was? Drüben? Soll ich nichts mitnehmen? Oder? Sind die Sachen schwer, oder was? Was kostet das? Was ist denn so ein scheiß Ding hier? Ach du Scheiße, voll schwer das Teil. Nimm es nicht mit, dann lass ich es hier. Jetzt kriegen wir schon mal so einen Geschmack, dass man, wie man in der neuen Welt dann alles neu bauen muss. Ja, einen gegrillten Kürbis mitnehmen. Das noch essen. So. Du findest halt auch ganz viel unterwegs. Das mit dem unterwegs ist halt auch schwierig, weil du kommst dann nie irgendwie, kommst dann nie so weit weg und du bist halt ein bisschen immer gefesselt an irgendeinen Aufenthaltsort. Okay. Gut. Hab ich. Boah, aber das mit dem Lag ist krass jetzt heute. Oh, schon wieder. Das war gestern. Oh, schon wieder. Alter, ich kann nichts machen heute. Was bei mir geht's? Boah! Ich kann nichts machen, ich geh nochmal saufen hier. Also, die Performance ist eindeutig schlechter als gestern. Oh, bei mir ist da am Lenker. Oh, schon wieder. Was hab ich denn für einen Ping? 20, ganz dummer. Was? Du hattest gestern bei mir 13er Ping, oder? Ja, mal mehr, mal weniger, ne? Ja, aber ich kann so nicht zocken, Alter. Schau mal, wie krass. Guck mal an. Jetzt wieder 70. Jetzt wieder komplett Freeze. Jetzt wieder komplett Freeze. Das liegt. Ja. An was liegt das? Dann liegt aber nicht daran. An mir, dann gehe ich raus. Du machst den Horst und. Das weiß ich ja nicht. Das weiß ich ja nicht. So wie das Spiel sich anfühlt, glaube ich eher, das liegt am Patch. Mal gucken. Mal. Na, schau jetzt mal. Aber nach oben latschen, oder? Erstmal, okay. Wir brauchen ein Moped. Wieso können wir nicht eigentlich unsere Kapsel nehmen und dahin fliegen? Einfach 4 Meter. Jetzt hat es wieder eingekriegt gerade. Achso, ich bin beim ersten See. Okay, es gibt zwei Seen. Ich hatte auch gerade eben gedacht, dass... Schon, bist schon da, gell? Hast schon frei. Also am See müssen wir rechts. Der See sieht so klein aus auf der Karte. Ja, wir gehen wieder dahin, wo schon die Werkbank steht, oder? Da irgendwo in der Nähe, oder? Machen wir es nicht näher an der Höhle? Können wir nicht so einen Wasserkollektor bauen? Welchen Tech war das? War das nicht bei Mark 3 oder so? Wie meinst du? Wo? Mark 3? Echt? Zu spät? Ja, du, was geht? Oh, ist fit im Schritt, alte Vorhaut.
noch. Njong. Yoga-Trainer, hast du noch mitbekommen, oder was? Dass ich beim Yoga bin gerade. Ja, passt. Nicht so fit. Dein spät ins Bett, früh wach schon wieder, aber es passt. Ich bin begeistert, ich bin Hiebett. Projekt Holzhaus läuft, ja. Gibt's eigentlich auch fahrbare Untersätze hier irgendwann? Das wäre schon schwach. Weil, hey, was für ein Zeitalter sind wir hier? Raumschiff, alles. Bei No Man's Sky gibt es da so Raumschiffe. Du kannst mit dem Raumschiff fliegen auf der Welt. Das war ja wild. Aber ich glaube, ich muss hier zumachen. Ich habe irgendwie offen gelassen. Irgendwas, es kommt arschkalt hier gerade. Ich wollte mal schauen, ob ich es noch kann. Mal Bärde fressen hier. Alle drei Buffs sind da. Mit dem Motto, wir kühlen alles nur noch mit Ayo. Ayayayayay, Ayo. Ayo. Wir haben alle Ayos. Du hast Forecasting gesehen da oben. Mhm. Also auf jeden Fall auf der anderen Seite vom See, ne? Richtung, ja. Höhle. Ein bisschen weiter noch. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Da bin ich. Ich wollte nur sagen, da bin ich. Ich wollte nichts machen. Ich bin netter. Was? Schon bei mir? So, nee. Oh. Loki ist gebrochen. Das weiß ich nicht. Ja, ich sehe dich. Aber ich habe gerade mit der Gans geredet. Ja, geh mal. Was macht denn dieser Wolf da? Hä? Wie springt denn der? Keine Ahnung, was mit dem ist, Alter. Das ist irgendwie kaputt. Ja, weiter. Irgendwie ist die Sensi total low heute. Wie kann man denn... Muss man denn zwei Spiele aufmachen und die Maus einen gewissen Bereich bewegen und schauen, wie man sich bewegt im Spiel? Ich würde gerne die Sensitivität... Genauso haben wie im anderen Spiel. Hey Kate, moin, was geht? Was hast du denn Schönes gemacht heute? So, wie weit gehen wir denn vom... Der See ist halt schon... Okay, der See ist immer noch hier. Gut.
Ab jetzt entfernen wir uns erst vom See. Hat dich schon ja, den ganzen Tag genervt? Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Ja, so ist er halt, weißt du. Schau mal, hier ist doch schön gerade. Guck mal. Schöne gerade Fläche hier. Wie viele Wölfe sind denn hier? Krass. Was meinst du? Hier schön gerade. Bist du schon weitergelaufen oder was? Nee. Ich werd ja von einem Wolf angegriffen. Achso, du bist es. Mit Messer, Knochenmesser rausholen. Ja, hab ich. Ich bin bewusstlos.